Hallo Leute, wir wollen euch heute den neuesten Spross der Hebeanlagenfamilie von Pentair Jungpumpen vorführen, den Hebefix Mini, und ihn anschließend dann in ein Badmöbel einbauen. Gut, nach dem Auspacken kommt der Mini zum Vorschein. Ihr seht, kaum größer als ein Schuhkarton. Wir haben an dem Gerät drei Zuläufe, zweimal DN50 hier auf der einen und auf der anderen Seite. Da müssen wir gleich einen von öffnen. Und hier oben einen 40er Zulauf, ebenfalls meistens fürs Waschbecken benutzt. Hier ist der Druckabgang, wo wir gleich den Druckabgangswinkel draufsetzen. Der Mini braucht zum Installieren erstmal nicht aufgeschraubt werden, aber ich zeige ihn euch natürlich gleich trotzdem, wie er aussieht. Auf der Rückseite haben wir dann die Kabeleinführung hier. Wir können in beide Richtungen installieren, in die Vorwand als auch frei aufgestellt. So, kommen wir jetzt zum Zubehör. Wie üblich ist bei unseren Hebeanlagen immer fast alles dabei, also alle möglichen Dichtungen, Schellen und so weiter und so fort. Natürlich auch eine Betriebsanleitung, die man vorher gut lesen sollte, wie bei allen unseren Produkten. Aber wir helfen euch ja, indem wir dieses Video machen. Wir haben einmal die Rückschlagklappe R32, ein entsprechendes Anschlussstück für die Druckleitung, zwei Steckdichtungen DN50, eine Steckdichtung DN40 und für Vorwandinstallation flexible Übergangsstücke und DN50 für die seitlichen Zuläufe. Dazu jede Menge Schellen, die dafür notwendig sind, um das alles zu verbinden. Ein Aktivkohlefiltereinsatz und hier ist der Druckabgangswinkel. So, wir haben dann noch den Zubehörbeutel für die Befestigung. Der ist hier mit dabei. Da sind auch einige Teile drin, die es zu beachten gilt. Einige Schrauben. Wir haben also hier zwei Halterungen für die Auftriebssicherung. Es ist mal wichtig, Hebeanlagen am Boden oder in der Vorwand zu befestigen, damit sie nicht aufschwimmen können im Überflutungsfall. Dann Halterungen für die Wandbefestigung, ein paar Unterlegscheiben und für die Wandbefestigung notwendig noch dieser Gummipröppel, um das Gerät gegen die Wand abzustützen. Dazu ein paar Dübel und Unterlegscheiben.